Ein Eisari. So. Jetzt sieht das Ganze auch schon mal ein bisschen sinnvoller aus. Wenn du willst, dass es richtig gemacht wird, mach es selbst. Aber wir gehen jetzt erstmal hier zu unserem Freund, dem Mr. Verbrecher-Boss, wo auch immer der jetzt eben war. Der war doch hier irgendwo. An irgendeinem Eckhaus war er hier. So. So. Langweile mich nicht mit solchen Belanglosigkeiten. Meine Güte, ey, die geht mir langsam echt auf die Nerven. Ey. Warum habe ich die eigentlich wieder ins Team geholt? Oder warum ist die eigentlich überhaupt noch bei mir im Team, wenn ich mal fragen darf? Gleich nachdem ich Spaß mit der Gangsterbraut hatte. Ein wahrer Boss hat keine Angst vor Drecksarbeit. Benne, ich mach's mit Stil. So, jetzt noch irgendwie... Ich brauche dringend mal mehr Lager. Genau so wird's gemacht. Das kann ich jetzt kaufen. Ja, dann gleich mal wieder zurück. Schmutzig zu machen. Kaufen wir jetzt auch mal direkt. Ich bin unwiderstehlich. Machen wir jetzt noch eine Pfandleihe auf? Ja. Sie werden von meinem Charme überwältigt sein. Machen wir hier eine Boxarena auf. Großartig. So, was bauen wir jetzt hier hin? Natürlich ein Bordell. Ich habe noch eine Menge Arbeit. So, weil das steigert die Effizienz und das ist immer gut. Ich meckere darüber nicht. So. Darüber meckere ich aber. Die beiden müssen weg hier. Es gibt nichts, das Charme und Geld nicht erreichen können. So. So. Ein Eiserit. Sehr gut. Großartig. So. Gut. Details behalte ich lieber für mich. So. Sieh, dein Problem wird verschwinden. Aber dann bin ich ja mal gespannt. Na, da fliehen die ja schon mal. Das ist ja schon mal lustig. Die sind beim Teufel. Könner am Werk. Alles lief genau nach Plan. Ach ja, ich brauch dringend ein Lager. Habe ich das schon mal gesagt, dass ich dringend ein Lager brauche? Nein, dann sage ich es nochmal, ich brauche dringend ein Lager. So. Wir haben da ein ordentliches Konzert gegeben. So. Habe ich doch hier eigentlich alles schon. Ich habe eine Apotheke, eine Boxarena, einen Bucher. Einen Buchmacher? Habe ich schon einen Buchmacher? Ach, ist schon wieder was schiefgegangen. Ach, meine Leute. Das ja, deine Bezahlung. Wegen dir müssen wir jetzt ja alle ausrücken. Der Wolf ist zurück. Welche großartige Aktion soll ich nun vollbringen? Ich meckere darüber nicht. Alles wird so. Gut. Wir müssen uns jetzt erstmal hier wieder ein bisschen etablieren erstmal. Nee. Ich bin das Miauen der Katze. Nein. Ich lass es. So, was machen wir jetzt hier? Dann machen wir noch eine Destillerie auf. Sie werden von meinem Charme überwältigt sein. Hier machen wir jetzt am besten noch eine Pfandleihe auf. Mann, das habe ich ruckzuck erledigt. Und hier machen wir jetzt... Buchmacher, ja, Buchmacher. Solange es meinen Anzug nicht ruiniert. So.
Es gibt nichts, das Charme und Geld nicht erreichen können. So, ich brauch dringend Lagerplatz, ey. Dringendst. Schnaps. Bier. Bier, Bier, Bier. Ein wahrer Boss hat keine Angst vor Drecksarbeit. So, niemand, wir bauen jetzt Dinge hier ein Lagerhaus hin. Das ist mir scheißegal, ob ich jetzt knapp bei Kasse bin. Ich brauche definitiv mehr Platz. Erledige 3 eigene Bauvorhaben. Okay. Ich werde heute Nacht gut schlafen. So. Ja. Klasse. Das ist meine Kohle wieder weg. So, hier kann ich ein Geschäft gründen. Hier machen wir jetzt ein... Was machen wir jetzt hier? Eine Suppenküche am besten. Lass uns anfangen. So, jetzt habe ich erstmal da diesbezüglich keine... Nein, 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 du hast mich falsch... Ach, ja. Mach. So, jetzt habe ich hier erstmal Ruhe. Drei Wohltätigkeits-Events. Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen. So. Siehst du, da kann man doch noch was kaufen. Oder mieten zumindest. Kein Penner hetzt Mamas kleinen Jungen. So. Und hier bräuchten wir jetzt nochmal 300 Tacken, wenn es geht. Ja, das sieht doch eigentlich bisher schon mal gar nicht mal so schlecht aus. So, ich möchte nämlich möglichst von jedem Rohstoff, ich nenne es einfach Rohstoff, weil ganz ehrlich, als was soll man das betrachten? Geld, Bier, Schnaps und Waffen. Ganz ehrlich, das sind für mich Rohstoffe, wie in Age of Empires zum Beispiel. Ich liefere Resultate. So, hier machen wir jetzt, ja, was machen wir jetzt hier auf? Haben wir ein Schutzgeldgeschäft schon? Nö. Ich würde sagen, wird mal Zeit, dass wir hier ein Schutzgeldgeschäft aufmachen. Niemand erledigt Dinge so wie ich. Na, was macht er jetzt? Na, dann mach mal. So. So, ein Buchhalter haben wir. Wenn du willst, dass es richtig gemacht wird, mach es selbst. So. So. Alles fällt auf fast 2. Jetzt müssen wir nur noch die Konkurrenz ausmerzen, würde ich mal sagen. Ist dann die Frage, wie, ne? Geht nicht so leicht. Solange es meinen Anzug nicht ruiniert. Könnte etwas dreckig werden, dein Anzug, aber ich würde jetzt mal darum keine Sorgen machen. Details behalte ich lieber für mich. So, hätten wir das schon mal. 3 eigene Bauvorhaben, ja. Solange es meinen Anzug nicht ruiniert. Ich meckere darüber nicht. Die Karte ist ja schon ein bisschen größer, glaube ich, als die anderen. Oder kommt es mir nur so vor? Kommt mir irgendwie vor, als wäre die Karte ein bisschen größer als die anderen. Gründe eine Gewerkschaft, ja. Erstmal müssen wir hier ein paar Sachen kaufen. So, das brennen wir nieder, das kaufen wir. Das brennen wir nieder und das kaufen wir. Mehr nicht? Das ist irgendwie lustig. Ich liefere Resultate. So, was können wir jetzt hier bauen? Ich würde sagen, Nachtclub am besten, oder? Alles wird gut. Und hier bauen wir eine... Ja, ich würde ja am liebsten hier jetzt eine... Dann haben wir eine Versicherungsgesellschaft. Lass uns anfangen.
So. Ein wahrer Boss hat keine Angst vor Drecksarbeit. Da nehme ich jetzt rein Gewerkschaft. Wenn du willst, dass es richtig gemacht wird, mach es selbst. Hä? Ich hab's nicht verbockt. Sag doch keiner was. So. Ich bin das Miauen der Katze. Okay, hier machen wir jetzt... Gleich nachdem ich Spaß mit der Gangsterbraut hatte. Ich liefere Resultate. So. Irgendwo war doch hier noch irgendwie die Konkurrenz, wenn ich mich richtig erinnere. Das juckt mich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil jetzt bin ich ja einigermaßen fest etabliert hier drin. Ah. Na, mach du das mal. Niemand erledigt Dinge so wie ich. Gefängnis, Wohnungsbau und Lagerhausanlagen in Privatbesitz. Das ist ja sehr, sehr lustig. Irgendwo war doch noch so einer, der... Ja, okay, irgendwas muss jetzt weichen, ist nur die Frage, was? Brauerei habe ich eine, die produziert gut und ich habe jetzt zwei Destillerien, ist okay. Zwei Pfandleien habe ich auch und Schmuggler habe ich eigentlich auch. Dann machen wir doch die eine Pfandleihe hier dicht, würde ich sagen. Ja, und dann machen wir jetzt hier... Das macht doch keinen Sinn. Ach, was mache ich denn? Welche großartige Aktion soll ich nun vollbringen? Ich bin unwiderstehlich. So. Gut. Und jetzt bräuchte ich... Ja, ich brauche... Einen Geschäftsraum brauche ich. Warum habe ich die Fanta ja nicht so dicht gemacht? Bin ich bescheuert eigentlich? Sauberes Geld? Nee. Ganz ehrlich. Nein. So. Ich mag das nicht, wenn da nur so, wenn da nur ein Sternchen ist. Das müssen schon zwei sein. Details behalte ich lieber für mich. So. Okay. Gleich nachdem ich Spaß mit der Gangsterbraut hatte. So, jetzt sind wir ja einigermaßen wieder im festen Geldfluss und das heißt jetzt für mich eigentlich Ruhig, Mann, das habe ich ruckzuck erledigt. Ich habe die alle schon vertrieben, habe ich dann so das Gefühl. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was bringt das hier? Gar nichts. Das macht keinen Sinn. Hier könnten wir aber einen Kredithai aufmachen. Und erhöht die... Ja, machen wir das so. Nicht? Wo ist die richtige Action? Und hier machen wir jetzt ein Casino auf. Wenn wir mal endlich die Kohle dazu hätten. Na komm, noch einen kleinen Geldschub noch. Ich werde die Mädels auf dem Weg antesten. Ist da schon einer fertig? Kein Penner hetzt Mamas kleinen Jungen. Thank you.
So, machen wir hier eine Gewerkschaft jetzt auf und damit hat sich das meiner Meinung nach dann auch erledigt. Niemand erledigt Dinge so wie ich. So, schneller Eintreiber. Gründe eine Gewerkschaft. Hingegen auf deine Seite.